Ja, Leute, herzlich willkommen zu SCP-087-B2.1. So, ich spiele jetzt relativ wieder im Dunkeln. Ich liebe ja solche Spiele. Und ich erwarte eigentlich nichts anderes, als dass ich mich hier voll scheiße. Der erste Teil war ja der, wo man einfach nur eine Treppe bergunter geht. Und hier geht es aber letztendlich... Kleine Katzen spielen zusammen mit einem Wollknäuel. Das soll sehr jumpscare-lastig sein. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt spiele. Ich habe gerade FIFA aufgenommen, ein bisschen COD gespielt und habe gedacht, okay, jetzt machst du mal ein bisschen Horror. Warum? Warum? Ich hätte auch einfach GTA spielen können, aber nein, ich stürze mich jetzt hier in dieses Kellergewölbe, um mich einzuscheißen. Okay, weiter geht's bergab. Ich hoffe, man sieht überhaupt was. Ich muss mal gucken, wie ich das beim Renderprogramm hell mache. So, beruhigende Musik setzt ein. Sehr schön. Alter. Was war das? Mal ehrlich, wer würde denn so einen Weg runtergehen? In echt. Ich nicht. Was ich aber diesen SCP-Spielen relativ geil finde. Dass das so simpel eigentlich ist. Ich meine, du gehst ins Dunkle eine Treppe runter. Und das macht einen solch Angst. Oh. Alter. Jesus. Ich weiß gar nicht, wie viele Monster es hier gibt hier unten. Ich werde wahrscheinlich ein paar davon sehen. Ein paar habe ich ja eben auch schon zumindest gehört. Und eine so eine Fratze. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh. Behind you. Meine Fresse. Also man kann übrigens nicht rennen. Das geht immer nur in dieser Geschwindigkeit. Oh Mann, ey. Ich habe irgendwie, warum auch immer, ganz schwitzige Finger. Ich finde das gruselig. Jo. Oh oh. Rechts. Bin ein bisschen angespannt. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Das bin ich, der da atmet. Oh, ich dachte schon hinter mir. Ich atme da nicht. Oh, eine Treppe. Und wir gehen immer weiter hier durch diese blutverschmierten Gassen.
Stop? Wie stop? Wir sind bei der Etage Stop. Ich soll wahrscheinlich einfach nicht weitergehen, soll das heißen? Mmh. 13, meine Glückszahl. Meine Nase juckt, Sekunde. Oh. Oh. Ich höre Schritte, ich höre Schritte. Sie sind nicht von mir. Sie sind irgendwie rechts hinter mir. Und ich will mich nicht umdrehen. Ich will es gar nicht sehen. Ich gehe einfach weiter die Treppe runter und da wird wieder ein Wagen mit dreckigem Geschirr von links nach rechts geschoben. Das soll mir wohl Angst machen. Was? Macht es aber nicht. Ich gehe einfach immer weiter und weiter und weiter und dann noch ein bisschen weiter. Wir sind beim Floor 15. Sehr schön. Ich muss sagen, bei diesen SCP-Spielen ist es relativ schwierig, irgendwie die Bildaufnahme zu machen. Das ist irgendwie so ein ganz komisches Format. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie gerade hin und nicht, dass ich den Ton jetzt so für nichts aufnehme. Vielleicht wird es auch nur ein Hörspiel. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wenn es nur ein Standbild ist. Ich gehe quasi einen Gang entlang. Einen ganz langen Gang entlang. Immer ins Dunkel. Komische Geräusche vor mir, hinter mir. Wir gehen nach rechts. Ein netter kleiner Geselle war da eben einmal ganz kurz zu sehen. Immer nach rechts, immer nach rechts. Ich bin geneigt zu sagen, bis jetzt geht es noch. Immer nach rechts. Oh. Da war ein Loch, da wollte ich nicht rein. Ich glaube, man kann dann auch sterben. Sterben werden wir sowieso, weil irgendwie wird das Spiel uns ja dann ein Ende bereiten. Und das ist meistens der Tod bei SCP. Wir gehen weiter durch diese tolle Hütte. Ein sehr schöner Farbton, muss ich sagen. Könnte eine alte Bauernregel sein. Okay, Spiel. Du könntest es mir jetzt so langsam geben. Mach mich tot. Aber nein, das Spiel lässt mich weiter leiden. Ah! Was? What the fuck? Ist er hinter mir? Weitergehen? Hat er eben weitergehen gesagt? Oh. Bitte weitergehen, bitte weitergehen. Hab ich das richtig verstanden? Bitte weitergehen, bitte weitergehen. Ich gehe ja weiter. Floor 20, Mahlzeit. Oh, ich bete so, dass ich das hier auch aufnehme, ey. Nicht, dass die Aufnahme für die Katz ist, wegen diesem komischen Bildformat. Schon der erste Horror bei SCP. Oder ich stelle mich einfach nur blöd an. Oder beides. Okay. Immer wenn ich um diese Ecke gehe. Mmh, was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Mmh. Oh, meine Hände sind schweißnass. Und ich schwitze nicht so oft an den Händen. Ah! Was? Was? Ah! Das Spiel hat sich beendet. Das war's. Okay, das war ein sehr abruptes Ende.
Ja, ich bin tot. Meine Hände sind schwitzig. Ich gehe jetzt erstmal auf Toilette und danke erstmal fürs Zuschauen. Leute, macht's gut. Tschüss.